Women Hit Harder, eine neue Ausgabe. Heute hier Turbine-Spielerin und Bundesliga-Star Gina Schmielinski. Schön, dass du da bist. Gut, den Namen ausgesprochen. Willst du es nochmal selber sagen? Nee, war sehr gut. Okay. Es ist wirklich auch eine Herausforderung, muss man sagen. Es gibt ja Namen, die sind, weiß Gott, so leichter, so im Flow. Mhm. Aber wenn man ihn einmal dann gesagt hat, dann geht's, dann ist gut. Du kommst jetzt gerade direkt vom Training, richtig? Ja. Schwierige Zeiten für uns Leistungssportler, aber scheinbar ist es doch möglich. Ja, wir sind noch privilegiert. Also im Fußball geht das noch voran. Gerade in der ersten Liga, in der zweiten ist es dann nicht mehr so. Aber so, wir haben das Glück, dass wir noch normal trainieren und normal unseren Alltag eigentlich haben. Ja. Es ist ja so, dass du in der Bundesliga kickst, seitdem du 15 bist. Und du bist ja jetzt sozusagen der Stern am aufblühenden Fußball. Okay, wir wollen das nicht übertreiben. Nee, im Ernst. Also, was man so über dich liest, ist es schon Wahnsinn. Du bist so eine junge Spielerin, du bist 20 Jahre alt und du hast in den letzten Jahren wirklich ziemlich krasse Erfolge eingefahren, beziehungsweise eingeschossen. Mhm. Und darüber würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Ja, gerne, sehr gerne. Ich habe nämlich auch rausgefunden, dass du so, bin mir nicht ganz sicher, aber zwischen seinem dritten und vierten Lebensjahr mit dem Fußball begonnen hast. Ja, ich habe früh angefangen, also mit 3 bei den Jungs. Aber es kam auch einfach so, ich hatte immer schon Lust. Dann lag ein Hundeball bei uns im Garten und dann ging's los, ja. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich möchte mit 3 im Verein spielen. Und dann hat er mich dahin gefahren, hat gesagt, du hältst das eh nicht länger als ein Jahr durch. Und ich habe es durchgehalten. Erzähl mal, vor welchen Herausforderungen du standest. Also du hast gesagt, du hast als einziges Mädchen in einem Jungsteam gekickt, ist das richtig? Ja, also bis ich 14 war tatsächlich. Es war schon, also am Anfang hat man es gar nicht so gemerkt oder so realisiert, würde ich sagen. So von, sag mal, 4 oder 3 bis 10, das war alles in Ordnung. Da gab es noch nicht so richtig die Unterschiede, auch körperlich noch nicht. Aber ab 10 war es schon schwierig, weil die Jungs dann halt schon noch in die pubertäre Phase kamen und ja, dann so 10, 12, 15 Jungs und dann ein Mädel. Oh, also es war schon anstrengend. Ich habe es gemacht, weil ich den Fußball geliebt habe. Aber es war schon zwischendurch, wo ich dachte, okay, boah, du hältst es nicht durch. Es ist einfach zu anstrengend, es ist zu viel. Und mit den ganzen Jungs und sowas, auch privat dann. Und ja, im Endeffekt hat mich der Fußball so überzeugt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt weiter wegen diesem Sport einfach an sich. Und ich will Erfolg haben. Ja, und dann ging das, ja. Kannst du, ich möchte das jetzt unbedingt gar nicht in der Schublade rücken, aber kannst du dich noch in etwa erinnern, was das die größte Herausforderung war, als einzige Frau oder Mädchen im Jungsteam zu sein? Weil das finde ich per se nicht schlecht. Ich erinnere mich auch, wo ich selber irgendwie mal rumgebolzt habe oder so. Aber Judo ist wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Mit dem Sport, den ich begonnen habe. Also, sicherlich, ja. Da sind auch nicht so viele Mädels, aber es geht noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es als einziges Mädchen in einem Jungsteam schon eine andere Nummer ist. Ja, also ich meine, wie du jetzt gesagt hast, du kennst es ja selber von dir aus und du weißt klar, welche Herausforderungen das mit sich bringt irgendwie. Also ich denke, für mich war das am schwierigsten, dann irgendwie diese Anerkennung zu bekommen, weißt du so? Du musstest dich immer vergleichen mit Jungs, hattest kein vergleichbares Mädchen, was auf dem Niveau gespielt hat, auch in anderen Mannschaften nicht. Und dann musstest du halt einfach akzeptieren, dass du das Niveau, was die Jungs haben, auch körperlich, was sie dir voraus sind, das musst du irgendwie ergänzen durch andere Sachen. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, weil ich schon immer nicht, also ich bin auch jetzt noch nicht groß, ich werde auch nie groß werden, aber klar, dann in dem Alter fällt es auf, wo die Jungs dann so den Wachstumssprung machen und du bleibst einfach so klein und musst dann halt irgendwie dieses kompensieren, was die an Wachstum und an Stärke zunehmen, musst du anders kompensieren, ne? Durch Technik, durch, ja, du kennst es ja von dir selber wahrscheinlich, ne? Dass du dann irgendwie... Ich habe nur gerade überlegt, Fußball ist ja eigentlich auch ein körperlicher Sport, weil du bist ja mindestens im Zweikampf, wenn nicht auch mit einer Kette, weiß nicht, mit 3, 4 Leuten beschäftigt, aber es ist ein bisschen anders. Bei uns war das Kräftemessen ja wirklich direkt im Zweikampf. Das heißt, war es damals schon gewichtklassenabhängig so? Ja, gewichtsabhängig. Okay. Und ich erinnere mich, es gab auch durchaus Turniere, da waren dann Jungs und Mädchen in einer Klasse. Die haben dann gegeneinander gekämpft und es war für einen Jungen ganz schlimm, wenn er gegen ein Mädchen kämpfen musste und vielleicht auch verloren hat. Ja, das, ja, mit dem Ego allein schon, ne? Aber da geht es ja halt wirklich um körperlich. Du fasst ja an und bist dann und einem Ball, also mit einem Ball ist es ja nicht ganz so körperlich, oder? Ich würde sagen, es ist was anderes. Also so, der Unterschied bei euch ist ja, dass ihr doch in einer Gewichtsklasse dann irgendwie seid. Das heißt, ihr habt irgendwie doch dieselben Grundvoraussetzungen. Und ich gehe rein zum Beispiel und sage, okay, ich bin 1,30 gewesen vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung. Und da kommt, ja genau, und da kommt einer, der ist 1,80. Und du musst dich trotzdem irgendwie profilieren, du musst dich durchsetzen, ne? Und das war, glaube ich, das Schwierigste, zu sagen, okay, hey, hak das ab, es ist egal, wie groß der ist oder sonst was, du musst jetzt irgendwie einen Weg finden, um dich durchzusetzen. Und ich glaube, ich sehe es im Endeffekt jetzt, die, die es früh gelernt haben, sich auch durchzusetzen, sind auch weit gekommen. Das heißt,
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste im Sport generell, dass du dich lernst durchzusetzen, egal irgendwie welche Voraussetzungen du hast oder sonst was. Ich denke, da ist viel Wahres dran und ich glaube, tatsächlich ist das jetzt auch das, von dem du ja profitierst ohne Ende, ne? Ja, total. Nicht um, also klar, das ist natürlich deine körperliche Voraussetzung, du hast den Ehrgeiz, aber der entwickelt sich ja auch. Genau. Und wenn du jetzt mit Frauen im Duell bist, dann spürst du ja sicherlich auch die Stärke, die du von damals mitgebracht hast. Also ich finde das auch mal ganz lustig im Fußball. Es gibt die einen, die haben bei Jungs angefangen. Und es gibt die, die bei Mädchen direkt gespielt haben oder bei Frauen dann, weil sie auch recht gut waren, haben sie bei der älteren Klasse vielleicht mitgespielt. Aber du merkst es doch irgendwie im Fußballerischen, merkst du irgendwie, wer sich gelernt hat durchzusetzen. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist ganz schwierig, wenn man die Situation selber nicht kennt. Aber ich würde schon sagen, man erkennt auf jeden Fall, wer sich schon gelernt hat, früh durchzusetzen und wer das Talent oder das Potenzial mehr hat. Also so. Wenn dann, es entscheidet der Kopf oder es entscheidet irgendwie das Talent, ne? Das sage ich immer irgendwie. Und dann, ja, ich glaube, bei mir entscheidet einfach der Kopf. Ich bin auch dankbar dafür. Und ja. Aber es ist ja auch toll, dass dir dein Vater, deine Eltern die Möglichkeit eingeräumt haben zu sagen, okay, macht sie jetzt halt, wenn sie darauf Lust hat. Und aber eigentlich, was sagt denn dein Vater heutzutage? Der hat ja damals gesagt, ja, das machst du eh nicht lange. Was sagt er dir heute? Ja, Gott sei Dank habe ich dich damals in den Fußballclub gestellt. Ja, Ich so habe das ungefähr. so Dafür ist toll gemacht. er, weißt du, er redet mit mir gar nicht darüber, er ist zu stolz dafür. Wirklich? Ja, weil er einfach sagt, okay, gut, ja, sie hat ihren Weg gefunden. Aber ich glaube, im Endeffekt wusste er doch, dass ich es durchziehe. Also er hat schon an mich geglaubt, hat es mir aber nie so gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es halt sein Ego gewesen, sonst was, ich weiß es nicht. Hat mich auch immer unterstützt, aber er so im Hintergrund, war nie jemand, der am Spielfeldrand stand und hat gesagt, okay, hier, jetzt bin ich hier und ich unterstütze meine Kleine. Sondern er so im Hintergrund gehalten. Und jetzt ist er so stolz. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich von deinen Eltern selber, wie stolz man ist irgendwie, ja, Ach du, als Elternteil. ich habe ja da auch alle Gefühlssituationen durch. Das gab ja von Wie Schikanen waren her. die am Anfang? Also, kommst du aus einer Judo-Familie oder Nee, wie war gar das? nicht. Nee? Ich bin die Einzige, die Judo macht. Und wie kam's? Das hat sich einfach so ergeben. Ich war schon immer ein sehr körperlicher Mensch, glaube ich. Wollte rangeln. Da ging es natürlich auch um den Punkt Selbstverteidigung. Klar. War auch immer schon körperlich sehr, sehr groß, sehr, sehr kräftig, Klassengrößte und alles Mögliche. Und ich hatte es, glaube ich, auch Das ist nicht irgendwann auf leicht. der Strecke geblieben bei dir, weil so groß bist du ja jetzt nicht, oder? 1,75. Ach doch, 1,75, ach krass. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Vielleicht wegen meinen Schuhen hier. Wegen dieser Plateauschuhe, das ist so Ja, cool. okay, sie übertreibt. Vielleicht so. Und ich glaube, das hat sich dann einfach so ergeben. Außerdem haben wir damals in Hoppegarten gewohnt und es war eigentlich so, wenn man da gewohnt hat, dann ist man zum Club gegangen, also zu Dynamo Hoppegarten, was Okay. ja damals mein Verein war und da bin ich groß geworden. Ja, und irgendwie einfach die Liebe zum Kampfsport. Ich erinnere mich an Ach Situationen, cool. da war hitzefrei, wir waren im Freibad und meine Mama sagte, ja, wenn du möchtest, kannst du ja heute zu Hause bleiben. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, ich Das gehe zum gibt's nicht, Training. ne? Wobei man muss sagen, meine Eltern sind ja alle Sportler, ne? Also meine Mama war Volleyballerin, mein Vater Gewichtheber Okay. Also und hast du da auch schon gute Voraussetzungen, Aber krafttechnisch? hallo. Ja, okay. Nee, Die ich denke, Lederjacke platzt gleich, pass ich auf. denke, das spielt schon noch natürlich mit, dass du die Ja. Genetik mitbekommst. Ich weiß gar nicht, wie es für die wäre, wenn ich anders geworden wäre. So ein bisschen so auf die Hast du Eltern. Geschwister? Ja. Und machen die Sport Nee, irgendwie? ja. Auch in die Richtung Judo Nee, oder? gar nicht. Was machen die denn? Was machen die denn? Basketball und Fußball, die haben auch alles ausprobiert, Eishockey und Okay. Judo, die waren beide in meinen Judokursen damals. Ach, krass. Aber tatsächlich, der eine hat sich jetzt entdeckt, der ist Fußballtrainer, Co-Trainer mit 17, wird jetzt 18. Der liebt es, der ist darin aufgeblüht. Der hätte bei Alba eine Karriere hinlegen können als Basketballer. Wollte nicht. War ihm zu viel Leistungsdruck. Entschuldige, Maxi, aber ist so. Und der Kleine, der ist da wie mein Mini-Me, der ist da. Wie alt ist er? Wie alt ist denn Lennox Langenscheidt? Bist du? Der wird. Sag jetzt nichts Falsches. Jahrgang 2009. Ach, sehr süß. Warte mal, dann 12? Ja. Wird er 12? Ja, genau. Ja, Ach, genau. süß. Ja. Habt ihr einen großen Altersunterschied an sich? Ja. Ja, aber es ist schon auch spannend zu sehen, dass man dann, obwohl man ja nicht quasi so aufgewachsen ist zusammen, wie jetzt Geschwister, die nebeneinander liegen, trotzdem da dasselbe fühlt und denkt und durchmacht. Ja, klar. Und du kannst sie ja auch nachvollziehen. Also ich Ja. finde, klar, wenn du auch aus einer Sportlerfamilie kommst, dann sind es deine Eltern wahrscheinlich auch gewöhnt und können dir da besser irgendwie beistehen in bestimmten Situationen. Das hätte ich mir manchmal auch gewünscht, weil ich komme gar nicht aus einer Sportlerfamilie. Also klar, sportlich aktiv gewesen immer schon und auch immer recht fit, aber nie irgendwie den Leistungssport. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig für Eltern, die den Leistungssport nicht kennen,
das nachzuvollziehen manchmal. Ja, das glaube ich auch. Ja, absolut. So dieses, dass du einfach Sport über alles stellst. Ja. Also ich finde, das ist im Leistungssport ja immer so irgendwie, dass Sport dein Ein und Alles ist. Und Schule und so läuft ein bisschen nebenbei. Wenn man Glück hat. Sorry an alle Lehrer. Naja, wie ist denn das bei dir? Bist du gerade noch? Nee, ich bin fertig. Ich bin durch. Aber ich habe es gezogen. Also ich hatte, ich war auf einer Sportschule in Potsdam, die. Und da hat es eigentlich perfekt funktioniert. Also ich bin mit 12 darauf gegangen, war davor noch auf einem Gymnasium. Da war es super schwierig zu kombinieren, weil es einfach gar nicht auf den Sport abgestimmt war. Und so war es halt echt ideal. Ich konnte 10 Mal in der Woche trainieren, hatte meine Routine drin und sowas. Und Noten waren auch immer gut. Ich bin echt gut veranlagt, Gott sei Dank. Ich brauche nicht so viel lernen. Ich kann ruhig mal ein bisschen fauler sein. Ich kam schon irgendwie durch. Ja. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich 14 Jahre jetzt gemacht zum Abi. Habe jetzt mein Abi abgeschlossen und dann... Ja, studiere ich jetzt momentan. Ah, wie denn? Was denn? Fernuni, internationales Business Management. Oh, ja, sehr also spannend. Ich wollte so ein bisschen was Internationales haben, weil klar, mit dem Sport ist es auch möglich, Ausland alles möglich. Gerade im Fußball, du hast ja alle Möglichkeiten und da wollte ich mich einfach ein bisschen international fächern. Was sagst du denn jetzt unseren Schützlingen, unseren nachwachsenden Fußballathleten, Sportlern aller Art, die sagen, ich möchte alles auf die Sportkarte setzen und kommen gar nicht auf die Idee, vielleicht ein Studium in Erwägung zu ziehen? Was sagst du denen? Ich glaube, wenn du kein Männerfußballer bist, ist das nicht möglich, ehrlich gesagt. Oder schwierig. Okay. Männerfußball, klar, das ist momentan, wo ich sage, okay, absurd schon fast. Finde ich auch ein bisschen schade eigentlich, weil ich finde schon, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es eigentlich jeder verdient hätte, der den Leistungssport macht, davon leben zu können, auch in Zukunft. Mhm. Aber funktioniert nun mal nicht in unserer Gesellschaft so. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, irgendwas zu machen. Also so nebenbei auf jeden Fall ein zweites Standbein aufzubauen, gerade für nach dem Sport oder falls irgendeine Verletzung kommt, du weißt ja nie. Richtig. Das gehört ja auch beim Sport dazu, ne? Absolut, also, du weißt nie, was morgen kommt. Du kennst es ja selber, ne? Von dem deswegen, mir war auch es immer wichtig tatsächlich, dass ich da gut aufgestellt bin. Was machst du nebenbei? Ich bin Journalistin. Okay. Also ich habe ja dann auch neben meinem Leistungssport meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht. Mhm. Wie war es für dich die Zeit? Also so mit dem Studieren und mit dem Sport? Es war hart. Wie hast du es gemacht? Na, alles nebenbei. Und alles ehrlich nebenbei. Gesagt, wenn ich heute daran denke, wie ich das manchmal geschafft habe, frage ich mich auch, wow, Wahnsinn, dass ich das gerockt habe. Also ich hatte meinen Trainerjob. Ich hatte meinen normalen Job, ich hatte mein Studium und mein Leistungssport. Ach, echt? Das habe ich alles parallel gemacht. Weil, wie oft trainiert ihr so die Woche oder wie oft hast du? Auch zweimal am Tag. Und es war natürlich nicht einfach, vor allen Dingen, weil Sponsoring ja in manchen Sportarten eben nicht so präsent ist wie in anderen. Ne? Und du sagst es schon, der sogenannte Männerfußball. Ich finde es schon eigentlich schlimm, dass man da auch klassifizieren muss. Und, ja, es ist, die sagen es ja auch nicht Männer- und Frauen-MMA. Nee, klar, genau, das ist das. Also, aber das muss man einfach irgendwie, gerade in unserer Gesellschaft, muss man das unterscheiden, finde ich. Weil ich mir denke, okay, gut. Das finde ich schon so absurd irgendwie, was da alles möglich ist oder welche Möglichkeiten die auch teilweise in so jungem Alter haben, wo ich denke, okay, gut, also ich zähle dann Frauenfußball eher zu den anderen Sportarten auch dazu, die wissen irgendwie, dass man irgendwie auf dem Boden geblieben ist, dass man irgendwie nah an der Realität noch wohnt oder lebt, ja, wohnt, ja. Ey, wohne ich nah an Realität? Ja. Ja, okay, egal, du weißt, was ich meine. Ihr hoffentlich auch. Oh Gott, ja, nee. Deswegen, aber ich bin ganz dankbar dafür, dass man irgendwie nicht so hoch fliegt und dann alles irgendwie bekommt, was man irgendwie, also so, dass man irgendwie doch noch weiß, irgendwie das zu schätzen weiß einfach, was man auch machen kann mit dem Sport. Was hast du dir denn für Ziele gesetzt? Ich meine, du bist jetzt 20, du bist jetzt gerade im Beginn deines Studiums und bist als Junioren-Nationalspielerin ja sehr erfolgreich. Du bist ja dann auch demnächst im Frauenbereich. Ja. Was ist dein Ziel? Ab jetzt bin ich eigentlich im Frauenbereich, ja. Ich bin gespannt, ich, hab mir immer mit, also so vor 2-3 Jahren habe ich mir so viele Ziele gesetzt, wo ich mir aber momentan denke, okay, was willst du denn eigentlich? Du willst glücklich im Leben sein. Deswegen, ich bin jetzt eher schon auf dem Kurs, weil ich sage gerade, okay, ich will einfach mal mein Leben auch genießen, weißt du? So, ich will das, was man im Leistungssport alles machen kann, wo man hingehen kann, alles und das ganze Paket will ich irgendwie auch genießen. Deswegen versuche ich gerade auch so ein bisschen diesen ganzen Stress, diesen Leistungsdruck mal ein bisschen runterzufahren und rauszunehmen. Dass ich einfach sagen kann, okay, ich konzentriere mich erstmal auf mich. Ich gucke, wohin es geht und ich bin mit allem zufrieden irgendwie und ja. Jetzt ist aber die Frage, wie macht sie das? Wie macht sie das? Wie geht der Druck raus? Das haben sich bestimmt schon einige gefragt. Ja, also gerade wenn man auch, ich meine, du kennst es ja von dir, wenn du sagst, okay, Job sogar noch nebenbei und so. Da vergisst man, glaube ich, manchmal sich selber also irgendwie so ein bisschen. Also selber für sich irgendwie so, für den Kopf einfach mal runterzukommen oder sonst was. Motorradfahren? Zum Beispiel ist eine Option, wo ich sage, okay, ich kann einfach mal abschalten, kann meinen Kopf mal ein bisschen runterfahren und sowas. Also ich achte schon drauf, dass ich eine gute Balance habe.
was ich jetzt in den letzten beiden Jahren nicht wirklich hatte. Aber jetzt ist es mir umso wichtiger irgendwie geworden, weil ich merke, wie wichtig das auch für meine Leistung einfach ist. Ich bringe die beste Leistung, wenn ich irgendwie ausgeruht mit dem Kopf auch bin und da bin, wo ich sein möchte und mich da konzentrieren kann. Das ist auch bei mir tatsächlich die Ironie des Schicksals, glaube ich. Ich habe das erste Mal gelernt, mir Zeit für mich zu nehmen, letztes Jahr mit der Corona-Geschichte. Das hat auch was Positives irgendwie, ne? Also muss man vielleicht fairerweise mal sagen, also unabhängig vom Finanziellen und diesen ganzen Themen und dem Sport, dem ich nicht nachgehen konnte, obwohl ich ihn so liebe. Aber nichtsdestotrotz gab es echt Momente mal, wo ich Zeit für mich hatte. Also, es ist komisch erstmal, oder? Freizeit? Freizeit? Ja, was ist das denn? Hobbys? Ja. Oh Gott, habe ich Hobbys? Also ja, das ist so hoch alles, weißt du, so alles. Dann machst du das, was habe ich jetzt noch vor? Was habe ich jetzt noch vor? Diesen ganzen Stress im Alltag, den bist du ja schon gewohnt. Und es ist halt so komisch, wenn du sagst, okay, warte mal, ich habe gar nichts vor, was mache ich jetzt? Ja. Oh Gott, ich kann ein Buch lesen. Ja, ich kann was ist denn jetzt los? Ne? Ja, das ist schön. Ja, es ist eher, also es ist mega ungewohnt gewesen am Anfang, finde ich. Aber jetzt inzwischen versuche ich es auch einfach ein bisschen in meinen Alltag irgendwie einzubauen. Selbst wenn es 20 Minuten Yoga ist oder irgendwie meditieren oder sonst was. Ist also irgendwie so ein bisschen was für dich selber. Und das hoffe ich tatsächlich auch, dass ich mir das beibehalten kann, wenn alles zurück zur Normalität kehrt. Man wieder so in diese Routine kommt. Genau, dass ich wirklich sagen kann, nein, Freizeit. Jetzt. Ruh dich aus. Ja, genau. Absolut. Ja. Aber man hat auch irgendwie ein bisschen gelernt, die ganzen Dinge zu schätzen zu wissen, oder? Also so einfach, was man auch hatte davor und sowas. Das war mir schon tatsächlich auch klar. Also echt? Ich war da schon, na gut, ich bin ja auch ein bisschen älter dazu. Ja, okay, warte mal. Meine Lebenserfahrung ist so. Geht so. Nee, das war mir schon klar, aber vielleicht nochmal ein Stück klarer. Mhm. Bewusster einfach so, ne? Genau, bewusst. Mhm. So, du, kommen wir mal zur kleinen Fragerubrik. Okay, warte. Tadadadam. Ja. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Das ist jetzt wirklich wie so ein Jobinterview, warte mal. Wo sehen Sie sich denn in 15 Jahren? Okay, warte mal. Ehrgeizig auf jeden Fall. Mhm. Empathisch. Mhm. Also es ist mir immer mega wichtig, so, deswegen Teamplayer einfach, weißt du, so die Mitmenschen um einen rum. Hab auch eine Zwillingsschwester. Da hatte ich immer wie so ein bisschen große Schwester und sowas. Immer so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein. Hm. Und ehrgeizig, empathisch und lustig. Und offen, lustig, was auch immer. Ja, extrovertiert. Sag mal, deine Zwillingsschwester ist aber auch nicht im Fußball, oder? Nee. Seid ihr also komplett unterschiedlich? Komplett, also nichts Ähnliches, gar nichts. Vom Aussehen bis zum Hobby, bis zum... Sie ist mega kriebisch, mega fleißig und ich bin eher so die, ach ja, kommt schon alles, machen wir mal so ein bisschen entspannter, ja. Scharf. Okay, ich liebe... ... bitte ergänzen. Darf ich eigentlich eine Gegenfrage auch stellen? Nein. Okay, frage ich danach dann. Darfst du danach vielleicht? Okay, dann nehme ich mal den Zettel und drehe es um. Ich liebe meine Freunde, meine Familie. Ich hasse Unzuverlässigkeit. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich meine, wir sind es eh gewohnt, immer pünktlich zu kommen. Ich glaube, das ist so richtig in der Routine drin. So alles taktest, aber so... Wenn jemand wirklich zu spät kommt oder so unzuverlässig ist, boah, da bin ich echt, da bist du bei mir unten durch. Tschüss. Naja. Sei denn, ist das ein ganz, ganz guter Grund. Ja, dann, wenn es eine Ausrede ist, wenn sie vorher oder wenn er vorher Bescheid sagt, okay, dann ist es in Ordnung, aber so, ach, nee. Selbst dann ist es, da komme ich, nee, da geht's schon los. Wenn ich eine Million hätte, ... Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist so fernab von der Realität. Ist es, ja? Ja. Da würde ich mir auf jeden Fall erstmal was zur Seite legen für die Zukunft oder investieren. Und vielleicht mit meinen ganzen geliebten Leuten eine schöne Reise machen. Ja, und ein schönes Moped kaufen. Noch eins. Nur eins. Aber dann ein richtig schönes. Welchen wäre das? Hast du eine Idee oder ist eher so... Was ja, ich meine, ich habe mir jetzt echt ein Traummotorrad schon gekauft, wo ich sage, okay, ist Kindheitstraum gewesen. Also die Ducati Panigale ist schon immer so mein Motorrad der Kindheit gewesen. Mhm. Aber so in die Richtung wahrscheinlich. Oder eine Harley. Oder beides, vielleicht auch beides. Einen ganzen Fuhrpark. Ja, da machst du mit, ne? Du darfst ja auch was ausleihen. Oh, ja. Danke sehr, sehr gerne. Was war denn dein größter Fehlkauf? Fehlkauf?
Habe ich gar nicht so richtig, würde ich sagen. Richtig ein Fehlkauf. Ich bin ein Zahlenmensch. Wie gesagt, internationales Business und sowas sagt ja auch viel. Also ich überlege schon, was ich investiere und wie. Deswegen würde ich gar nicht sagen. Ich überlege immer zweimal davor, bevor ich was kaufe. Dass ich es eher als Geldanlage nehme, egal was es ist. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich einen Fehlkauf habe. Okay. Um jetzt mal beim Denglischen zu bleiben, schönster Moment ever? Ever? Da gibt es viele. Fußballerisch, klar auch. Aber wir können ja splitten in sportlich und, sagen wir mal, normales Leben. Normales Leben hört sich auch so, wenn man das so unterscheidet. Sonst wird es schwer. Ja, sportlich. Ich würde schon sagen, dass es für mich persönlich erfolgstechnisch auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft mit der U17 damals war. Also wir haben sie 3-mal gewonnen. Ich war immer in den 3 Jahrgängen irgendwie präsent. Aber das erste Mal da, wo es wirklich super knapp war und man hatte so viel Konkurrenz und sowas, man hat es dann wirklich durchgezogen, das war, glaube ich, mit erfolgstechnisch der schönste Moment. Die schönste Erfahrung war in Jordanien, die WM. Da bin ich damals als jüngerer Jahrgang nachnominiert worden. Deswegen war es nochmal irgendwie... Besondere. Ja, weil man irgendwie damit gar nicht gerechnet hat. Und dann kriegst du auf einmal einen Anruf, hey, du bist dabei. Ich glaube, das war für mich im Kopf, war das mit der schönste Moment, wo ich da auch angekommen bin und sowas alles. Alle waren schon da und dann komme ich so nochmal hin und ja, das ganze Land einfach an sich. Und privat, jetzt wo ich irgendwie so bei Reisen bin, würde ich schon sagen, dass es im Urlaub war. Also Urlaub, wenn du es so nennen kannst. Wir waren in Kenia damals. Und haben da wirklich bei den Einheimischen gelebt. Also 10 Tage oder sowas. Und wie du einfach siehst, diese Lebensfreude von denen einfach. Also so, die haben so wenig und wir haben so viel hier in Deutschland. Und man weiß es gar nicht mehr zu schätzen irgendwie. Deswegen, ich fand das so schön, wie glücklich die einfach waren. Auch diese Gesichter von den Kindern zu sehen. Mit denen du wahrscheinlich auch Fußball gespielt hast. Ja, genau, so Fußball. Und dann so, keine Ahnung, irgendwas Kleines gegessen, irgendwelche Süßigkeiten für die mitgenommen. Und die einfach, diese Kinderaugen haben so geglänzt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Und wenn ich mich da auch immer dran erinnere, versuche ich auch immer einfach zu sagen, ey, wie gut hast du es eigentlich? Egal was kommt, wie gut hast du es eigentlich hier, ne? Ja, das würde ich sagen, war der schönste private Moment so. So oh, schön, ne? Ja. Lass es sacken. Wenn ich eine Blume wäre, dann wäre ich... Oh Gott, eine Rose, eine rote Rose. Keine Ahnung. Das ist das Erste, was in den Kopf kommt. Wenn ich ein Tier wäre? Oh, vieles. Aber ein Hund kommt schon dem sehr nah irgendwie. Weißt du, bei dir mal gerne ein Beispiel. Weißt du, es geht mir eben so durch den Kopf. Leopard, Löwe, was auch immer. Und dann kommt so ein Hund raus. Ich weiß nicht, ich finde das ein tolles Tier. Irgendwie. Was für ein Hund? Ein Dackel? Ein Dackel. Der Dackel. Ein Dackel, ja. Meine Prinzessin zu Hause, ja. Habt ihr einen Dackel? Ja, wir haben 2. Ah. Ja, genau. Und die eine wohnt bei mir so, ja. Ach so, okay. Ist meine Prinzessin. Ach, mein Herz. Was ist der größte Traum deines Lebens, sofern du ihn schon definieren kannst? Boah. Da kannst du auch wieder so in viele Richtungen gehen. Aber sportlich, glaube ich, schon für die A-National zu spielen, also eine A-Nationalmannschaft. Das ist, glaube ich, sportlich so das Größte, was ich mir vorstellen könnte. Oder eine WM damit zu spielen oder sonst was. Einfach so einen schönen Erfolg zu haben. Wo du auch zurückblicken kannst und das deinen Kindern später erzählen kannst und alles. Ich glaube, das musst du denen dann gar nicht mehr erzählen. Ja, okay, oder so. Das wäre natürlich der Idealfall. Ja, und ansonsten so einfach ein glückliches Leben führen. Einfach mit dem zufrieden sein, was du hast. Und einfach so, ich meine, ich weiß nicht, Leben genießen auch einfach. Viele neue Sprachen lernen, alles. Okay, jetzt gibt so viel. Die letzte Frage, die ist jetzt auch vielleicht ein bisschen fies, aber auch ein bisschen gut. Für 1 Million Euro. Du mit einer Million? Ja, oder? Wo kommt denn die Million her? Ich glaube, zu viel Günther ja auch gekriegt werden. Ja, ich glaube auch. Für 1 Million Euro würde ich mir 10 meiner Lebensjahre nehmen lassen. Ja oder nein? Nee. Es ist alles nur materiell. Deswegen, dann für was denn? Du lebst nur einmal, du hast 10 Jahre oder hast 1 Million Euro. Also, da würde ich auf jeden Fall sagen, 10 Jahre leben. Kann man so viel erleben und so viele Leute kennenlernen.
Und das Geld kommt, das kommt so oder so. Das reicht auch zum Leben. Da brauchst du auch keine Millionen, um glücklich zu sein. Ja. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Schade, dass ich jetzt nicht den Katalog umdrehen darf und fragen darf. So viel Zeit haben wir leider nicht. Tut mir leid. Tickt die Uhr, ne? Oh. Du kannst dir eine Frage von denen gerne noch. Eine Frage darf ich. Okay, warte mal, warte mal. Hier war der Block. Mhm. Hast du eine Lieblingsfrage davon? Dir ist egal, kannst du alles beantworten, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich komme drauf an, es ist ja immer wie so eine Art Stresssituation. Okay. Ich liebe Leben. Warum? Weil es schön ist, weil jeder Tag irgendwie besonders ist. Und wenn man manchmal denkt, oh, es ist irgendwie total doof und alles ist kacke und irgendwelche Schulden oder blödes Wetter oder weiß ich nicht, Auto hat eine Panne oder weiß ich nicht, oder bist gerade verletzt, aber eigentlich... Ich sehe immer das große Ganze. Und ich glaube, wenn man schafft, da wieder auf diesen Trichter zu kommen, zu sagen, hey, das Leben ist voll schön und jeder Tag muss ein bisschen anders sein, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Also ich liebe schon mein Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, auch auf die innere Stimme zu hören, beziehungsweise lernen zu hören. Fällt sie schwer oder hast du es gelernt mit deiner Lebenserfahrung? Ja, ich glaube, es ist immer besser geworden mit der Zeit. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich dabei bleiben kann. Ne? Weißt ja, wie es ist, wenn du in deinem normalen Rhythmus bist und trainierst und du machst und du tust und du funktionierst und dann dieses Wort Freizeit, wie gesagt, das gab es Jahre in meinem Leben nicht. Ich habe das alles, also auch Zeit für mich, ja, das habe ich jetzt erst für mich entdeckt und es ist wundervoll und ich möchte es eigentlich auch nicht mehr missen. Nee, ne? Also wenn man es einmal hatte dann und das Gefühl kennt, irgendwie. Zu sagen, ey, ich mache heute mal Training und wenn ich dann Lust habe, fahre ich in eine Sauna und ansonsten... Genau, machst du mal ein schönes Essen, kochst mal schön, nimmst du mal die Zeit, ja. Ja, doch. Ja, okay, nimm's. Ist okay. Antwort wurde akzeptiert. Kaffee schmeckt übrigens sehr gut. Das freut uns sehr. Sehr lecker in diesem Sinne. So, ich habe vorhin natürlich, was heißt vorhin, generell ein bisschen über dich recherchiert. Ich werde doch öfter mal gefragt, nach welchen Kriterien ich gehe, wie ich meine Gäste mir auswähle und so weiter. Ich fand es jetzt letztes Mal lustig, ich habe mich selber gegoogelt, was da kam. Also Gina Schmelinski, also sorry, warum denken alle immer sexuell? Also bei Frauenfußball finde ich das extrem. Freundin, Freund, was auch immer, das ist das Erste, was du googelst. Das finde ich ganz schlimm irgendwie, dieses in die Richtung, in dieses Genre gleich. Man sieht einen nicht als Sportlerin, sondern irgendwie als Objekt irgendwie für sonst was, also... Und da hatte ich, was hat dich erschreckt, dass die nach Sexualität oder nach deinem Partner gegoogelt haben? Ja, einfach so genau das, aber bevor man irgendwie sich, sag ich mal, um den Sport kümmert oder was die erreicht hat, um Erfolge oder sonst was, dass gleich wieder dieses Genre kommt. Ja, aber hat man wahrscheinlich als Frau überall, ja. Ja, wahrscheinlich ist es so ein Ding, wahrscheinlich nicht nur als Frau. Nee, aber ich glaube als Frau schon noch hast eher. Ja, klar, ohne Frage. Aber, tatsächlich hast du recht. Ich glaube, das ist so das Äußere, was erstmal mitspielt. Und wenn du dann, genau, Begriff Sexualität ist ja dann immer gleich für alle da spannend. Deswegen funktioniert ja auch Yellow Press so gut. Genau, und deswegen hat mich bei dir verwundert, dass du ja auch sagst, du bist ja auch ganz offen. Und dann habe ich gelesen, es wäre mir ehrlich gesagt auch völlig egal gewesen. Weißt du, aber dieser Begriff Homosexualität steht ja auch mal mit Fußball, ne? Stimmt auch oft. Aber warum ist es so ein Thema? Kannst du mir das bitte beantworten? Warum ist es so ein Thema? Ist das nicht völlig Wurst und egal? Ja, an sich ist es egal, aber ich glaube so, ich bin eigentlich froh, dass es so ein Thema ist im Frauenfußball. Ich meine, ich gehe damit super offen um, dass ich homosexuell bin. Weil ich es aber einfach wichtig finde, weil ich glaube, die Gesellschaft braucht damit so viel mehr Erfahrung, so viel mehr Normalität. Und das finde ich eigentlich schön, dass es so ein Thema ist, dass man da halt wirklich vorausgehen kann und sagen kann, okay, man wird eh gejudged. Also so beurteilt oder sonst was davor schon, wenn du Frauenfußball machst, dass du sagst, okay, du bist gleich in der Schiene und warum nicht dann offen mit umgehen? Ich meine, dann haben wir die Möglichkeit, da ein Zeichen zu setzen, wo es doch im Männerfußball gar nicht akzeptiert ist, Homosexualität überhaupt in den Mund zu nehmen, finde ich. Das finde ich auch schade für die, weil ich einfach sage, okay, dein Privatleben, das leidet, glaube ich, so darunter und ich sagte, es gibt bestimmt homosexuelle Sportler auch da, aber die haben es halt viel schwieriger. Die werden damit immer Probleme haben in der Öffentlichkeit. Und die führen zu großen Teilen natürlich auch Scheinehen, ne? Ja, natürlich. Und das verstehe ich auch. Aber ich finde es so schade, dass man dann halt irgendwie als Objekt, was du vorhin auch schon gesagt hast, als Objekt gesehen wird. Obwohl man doch eigentlich ein Mensch ist, der auch genauso Gefühle hat wie andere. Und das aber gar nicht irgendwie preisgeben kann. Deswegen bin ich irgendwie doch dankbar, dass
dass es mir so leicht gemacht wurde. Weil ich wüsste nicht, wie es ist, würde ich normal aufgewachsen sein oder sonst was. Also ohne diesen Sport irgendwie. Und wäre ich da homosexuell, ich glaube, das wäre einfach schwieriger einfach. Aber ich habe ehrlich gesagt auch schon, also ich habe über, also weißt du, ich habe das Wort, es geht, das hängt mir so zum Hals raus. Das ist so wie so eine Sonderrasse. Das ist aber wie so, oh, nee, ich finde zum Beispiel lesbisch, finde ich ganz schlimm. Das hat so diesen, ja, aber das ist halt so, so abwertend, finde ich das direkt so, weißt du, so, wo ich sage, okay, gut, okay, ich stehe auf Frauen, ich bin, also das ist doch ja. Was ganz Normales in unserer, also es sollte zumindest was ganz Normales sein, gerade in Deutschland, wir sind so gebildet alle hier. Wir haben so gute Voraussetzungen und dann wertest du das sonst wie ab. Also wo ich denke, okay, man ist doch auch nur Mensch, weißt du so. Man will doch, dass man glücklich wird. Ja. Ja, das finde ich ganz schlimm. Ja. Aber du hast recht, das, die Wörter lesbisch, schwul, homo. Ja. Das sind schon so, da schlackern mir ja schon die Ohren. Das ist ja auch mir völlig so, weißt du, egal. So, ja, ja, genau. Aber so ein ganz schmal, also so wirklich ganz dünnes Eis irgendwie, weißt du so. Oder so eine Sprüche wie, was haben wir gehört, ja, ist mir auch ganz, ganz egal, die können ja lieben, wenn die wollen, solange die mich nicht anmachen. Mhm. Also so, weißt sorry, so? Komm schon. Also, ja, oder? Was ist das? 100 Ton hoch 100? Ja, 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 deswegen. Ja. Oder ja, Fußball ist ja eh so ein bisschen prädestiniert dafür. Aber was du da teilweise auch dir anhören musst, ne? Ja, was ist denn, ja, was ist denn, wenn du mit 20 Frauen in der Dusche duschst und auf Frauen stehst? Ja, was ist denn ja, dann? Ja gut, dann duschst du halt mit 20 Frauen. Ja gut, das ist mir doch egal. Heißt also, ja nicht, so, dass es alles gleich für dich Sexobjekte ja, sind. Ja, und deswegen, also du bist ja auch im ganz anderen, du bist ja in deinem Berufsfeld. Also es ist ja auch einfach wie Familie für dich, weißt du so? Und dann immer diesen Unter... Also, aber kommt meistens auch von Männern, muss ich sagen. So eine Kommentare kommen meistens von Männern. Weil ich immer sage, okay, Frauen denken vielleicht auch drüber nach, wie das irgendwie... Also was ist, wenn du mit 20 Männern duschst, dann ist es halt so. Keine Ahnung, dann gucken die dich vielleicht so an, aber du bist ja dann ja auch nicht, wo du sagst, okay, ey, boah, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Also gut, wir kommen ein bisschen vom Thema, aber... No, eigentlich weißt, ist es ja genau so ja, mittendrin ja, jetzt eigentlich. Mhm, ja. Aber es ist schon, du hast schon recht, also tatsächlich haben da die männlichen Fantasien sind da wahrscheinlich... Ein bisschen ausgereift. Oder die von extrem Konservativen, die dafür halt keinen Platz haben oder es zulassen können. Ja, ja, beziehungsweise es vielleicht auch nicht gelernt haben. Ja. Ich frage mich auch mal, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass du was anderes gewohnt bist, dass du anders groß wirst. Mhm. Deswegen will ich da auch vielleicht auch gar nicht so verurteilen immer. Aber ich finde es schon wichtig, dass du sagst, okay, du bist einfach offen gegenüber dem. Du musst das ja nicht selber irgendwie für dich lieben lernen oder sonst was, sondern einfach, du bist dagegen offen. Du sagst ja nichts gegen, du akzeptierst das zumindest. Ja. Das heißt, deine Erfahrungen mit diesem Outcoming waren eher positiv oder auch war auch mit negativen Seiten behaftet? Klar, also beides irgendwie. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ehrgeizig, ich bin willensstark, ich musste mich immer durchsetzen, früher auch schon. Deswegen ist es mir vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen. Also ich bin, wie ich dir schon gesagt habe, total offen gegenüber dem, weil ich das wichtig finde. Mhm. Weil ich das Selbstbewusstsein dafür einfach habe, um da zu sagen, okay, ich stehe über diese ganzen negativen Kommentare drüber, es ist egal, was mir gesagt wird, ich nehme das Positive mit und ich bin einfach ich. Ich fühle mich so wohl und dann mache ich das so. Hm. Und ich versuche das irgendwie so ein bisschen in diese normale Schiene reinzubekommen, indem ich halt da irgendwie vorweggehe, weil ich sage, okay, ich habe den Willen dazu und den Kopf und klar das Selbstbewusstsein auch, ne? Ich krieg schon mehr positive Komplimente dafür. Oder was heißt Komplimente, aber so Kommentare. Feedback. Ja. Hm. Mhm. Wie ist es bei euch im Sport? Wird es da akzeptiert oder ist es da überhaupt ein Thema? Ich versuche gerade, schon als ich dir die Frage gestellt habe, darüber nachzudenken. Aber ich kann dir das so ad hoc gar nicht sagen. Ich glaube, es ist mir in dem Sport noch gar nicht so begegnet. Echt nicht? Hat man nicht so drüber geredet. Ich meine, ich kenne jetzt keinen, der sich da geoutet hätte. Mhm. Aber selbst das muss ja. Also obwohl, doch, sein. Klar, bei den Frauen. Bei den Frauen gibt es ja auf jeden Fall in meiner Gewichtsklasse amtierend in der UFC die Amanda Nunes, mhm, wo am Anfang auch viel spekuliert wurde und sie dann gesagt hat, ja, ich lebe in einer Frau. So. Ich lebe in einer Beziehung mit einer Frau, wir sind verheiratet, die haben jetzt auch ein Kind. Mhm. Und ja, aber tatsächlich ist sie, glaube ich, die Einzige, die ich da kenne. Aber es ist auch selten, glaube ich, dass jemand dann so offen damit umgeht. Also und ich weißt du, was ich gemerkt habe? Die Männer haben eher so Respekt vor ihr. Boah, sie ist so eine Maschine. Sie ist so krass. Und dann, also die haben da, die würden gar nicht so negativ darüber äußern, sondern sich darüber negativ äußern, meine ich, sondern eher im Gegenteil. Die sind dann eher so, wow, eine Frau, die so einen Sport macht und dann so. Und aber auch komisch eigentlich, dass es dann immer in jedes Extrem so abweichen muss. Ja, ne? Also es ist nicht irgendwie, ich meine... Klar, ich glaube auch einfach, wenn du
Ich kann mir sie jetzt nicht, ich habe kein Bild zu ihr oder sonst was, ist eigentlich auch egal, aber ich glaube, dass man da auch einfach anders rangeht als Mann vielleicht, auch mit mehr Respekt oder sonst was. Dass man mal ist, okay, sie macht den Sport, sie hat ein Leben mit einer Frau oder sowas, dass man die auch vielleicht auch anders wahrnimmt einfach, kann ich mir vorstellen. Ja. Also sie ist halt für viele einfach die Maschine. Ja, die Maschine. Ich hätte mal gerne jetzt ein Bild. Kann jemand mal ein Bild davon einblenden? Wir können es ja nachher gerne mal Ja. googeln. Oh. Siehst du, das ist auch noch so eine Sache, die mich mal interessieren würde. Wenn Menschen dich nicht kennen, worüber sind sie immer überrascht, wenn sie dich besser kennenlernen? Oh, das habe ich mit mir selber das Thema ganz oft jetzt in der letzten Zeit gehabt gerade. Weil viele denken immer so, keine Ahnung, ich wirke immer so tough. Ich meine, ich fahre Motorrad, ich spiele Fußball, ich bin selbstbewusst. Und ich habe auch kein Problem, irgendwie offen zu reden. Aber eigentlich bin ich schon sehr, sehr sensibel, auch was Kommentare angeht. Also wenn mich was verletzt, dann verletzt es mich wirklich. Und ich glaube, diese sensible Seite sieht man bei mir nicht, weil ich die auch gar nicht zum Vorschein bringe. Aber ja, das würden sie, glaube ich, die meisten denken das nicht von mir, dass ich da so eine Seite auch habe, irgendwie. Aber es ist ja immer so harte Schale, weicher Kern, ne? Okay, das kannst du rausschneiden. Nee, ich hab's gerade, ist ja so, ist ja so. Also ich glaube, jeder Mensch, der das auch verneinen würde, da weiß ich nicht. Also ist mir selber auch aufgefallen, Dinge, die mir nahe gehen, gehen mir nun mal nah. Bin ja nun auch, um beim Duktus zu bleiben, keine Maschine. Und Und auch kein Objekt, ne? auch kein Einfach. Objekt, genau, einfach ein Mensch. Mit allen Facetten der Gefühlssituation, ein breites Spektrum, alles da. Gegenfrage. Ja, ich habe gerade auch überlegt. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also tatsächlich, ich bin ja aktuell Journalistin auch für Auto- und Mobilitätsthemen und Motorradthemen und also ich teste Autos und Motorräder und Hab schon gesehen, ja. so weiter, Das genau. E-Motorrad. Ja, genau. Und ich glaube, viele sind überrascht, dass ich halt schon so lange auch Motorrad fahre, dass ich also diesen Kampfsport mache, weil viele sagen immer, also es gibt entweder die, okay, du bist entweder ganz schön krass, dass du so aussiehst und den Sport machst mit den Titeln, Ja. oder naja, also das kann ja nicht so gut sein, wenn du so aussiehst. Also diese Objektifizierung Echt? habe ich schon oft, Krass. ja. So, ey, gar keine gebrochene Nase, nicht schiefes Gesicht. Ich auch, meine erste Frage, hat es schon mal eine gebrochene Nase? Siehst ja gar nicht aus wie ein Teller, bunte Knete oder was, welche Kommentare aller Art auch mal Oh. kommen mögen. Aber ich glaube, viele denken gar nicht, dass ich halt diese Sachen toll finde, weil man vielleicht wirklich erstmal nur eine Frau sieht. Und Aber wenn es ist man auch mich ganz aber, schlimm, diese Vorurteile naja, gegenüber voll. Frauen, ne? Aber sobald man mich in meinem Trainingsoutfit sieht, ne, dann denken die auch, oh. Oh Oder so oh, auf einem Foto. Maschine! Genau, weil das Foto, das bist du. Oh, du hast ja einen krassen Körper. So eine krassen Arme oder was weiß ich. Ich denke mir so, warum hat man das denn jetzt nicht ernst genommen, nur weil ich jetzt eine Jacke drüber trage? Also sei mir mal nicht sauer, wenn du zweimal am Tag trainierst, über Jahre hinweg, wie willst du das, Klar. wartest du dann, wie die Leute aussehen? Ja, also ich meine, das ist ja, also ja, klar, du kümmerst dich um deinen Körper im Endeffekt und Ist im mein Tempel. Endeffekt. Ja. Sixpack, warte mal. Nee, nicht ganz. Ja, aber klar. Aber ich glaube, wahrscheinlich nimmt die einfach eine Frau dann wahr und denken gar nicht, dass es irgendwie, also dass sie imstande ist, so einen Körper aufzubauen oder Naja, und sonst du was. dann diese ganzen Sprüche natürlich, wenn man, also nicht nur jetzt in Persona, aber auch über Social Media. Kriegst du viel da? Sprüche? Also einiges, ich würde sagen, ich kriege auch so alle 2 Wochen mal Penisbilder. Ja, cool. Das ist normal. Oder halt, ja, also so eine Geschichten oder so eine, ja, so, ja, no joke, ich hätte nur einen Wunsch, dass du mich mal verprügelst oder dass ich nackt zwischen deinen Beinen abgewürgt werde mit deinen Beinen und oh, du hast so geile Beine, ich möchte abgewürgt werden. Aber wie Also, kommt man erstmal auf die du, Fantasie, frage ich mich, ne? frag mich nicht, ich weiß Also. nicht. Und wenn ich sie hätte, warum muss ich sie dann der Person mitteilen? XYZ. Ich meine, jeder hat Fantasien. Ja, Aber aber ich warum? glaube, weil einfach diese Anonymität gegeben ist im Internet. Ja. Du hast einfach, du musst ja nicht. Es würde niemand dir das so ins Gesicht sagen. Also dafür hätte ich sogar Respekt, würde dir das jemand so sagen, Ja, oder? weil er dann dafür steht, was er macht oder was er irgendwie, was ich für Fantasien hat. Aber so hast du einfach so, das sind die, die sich nicht trauen, irgendwas zu sagen in der Realität und das meinen irgendwie preiszugeben über Instagram oder sonst was. Also ich finde das immer so, oh, dann sagt es mir halt ins Gesicht, dann ist es in Ordnung, okay. Hast du auch schon so Nachrichten dieser Art bekommen? Ja, ich reagiere da auch gar nicht mehr irgendwie so richtig drauf. Ich lasse es dann einfach in meinem Ordner drin und gucke mir da auch keine Bilder mehr an. Ich lösche sie einfach, weil ich denke, okay, gut, wenn mir jemand was sagen will oder wenn jemand irgendwie eine Nachricht hat, dann kann das freundlich formulieren oder sonst was oder in Realität auf mich zukommen. Aber sowas, ich weiß nicht.
Also ganz oft ist es so, diese Penisbilder, ich sehe die und denke mir so, oh ja, ist ja jetzt clean, ist ja jetzt clean, oder was auch immer. Und dann einfach direkt löschen, blockieren, melden. Ja. So, nee, erst melden, dann blockieren, dann löschen. Oder aber ich frage mich, was denkt man sich denn dabei? Na, nichts. Was die Frauen da, also... Sollen die jetzt sagen, oh toll, oh, das sieht gut aus. Dein Gesicht ist egal, aber... Ja, das ist halt, ja, ich weiß es auch nicht, kann es dir nicht sagen. Mhm. Welche Sache fällt denn dir an Menschen als erstes auf? Worauf achtest du, wenn du einen Menschen siehst? Boah, ich könnte da materiell jetzt denken. Also ich bin Schuhliebhaber, ohne Ende. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir in common haben. Echt? Sneakerliebe. Was hast du für einen Lieblingsschuh? Hast du einen Lieblingsschuh? Einfach Sneaker. Also ich habe immer, wenn du bei mir in den Flug kommen würdest, siehst du so meine Splittung. Ich habe so meine Seite hier mit Pumps und dem ganzen Schnips. Ach krass, okay. Und auf der anderen Seite die ganzen Pumps und die Sneaker. Ganzen Sneaker und Boxstiefel und Sportschuhe aller Art und Flipflops und ja. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Ja. Aber es ist schon Wahnsinn. Also ich denke mir manchmal so, Gott, das ist eigentlich total krass. So ein Überfluss. Ja, ich könnte damit wahrscheinlich 60 Menschen ein paar Schuhe. Ja, schlimm, ne? Also und dann hat man die alle zu Hause stehen. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen, gerade in der Corona-Zeit, mit mir zu kämpfen gehabt. Also wo ich dachte, okay, Alter, Entschuldigung. Wozu brauchst du denn die ganzen Schuhe? Die stehen hier nur rum, weil sie schön aussehen. Ich habe meine sogar nach Farben sortiert, weißt du? Das fängt unten bei weiß an, geht so ins Bunte und geht zu schwarz. Ich finde es toll. Gerade wenn ich immer aufwache, dann habe ich immer dieses ganze Sneaker-Regal vor mir. Ein paar Pflanzen noch dazwischen gestellt und dann ist gut. für das gute Gewissen. ja, aber da würde ich schon sagen, da achte ich schon drauf. Und Augen. Augen würde ich schon sagen. Das sagt viel über Mensch aus, ob er glücklich ist, ob er zufrieden ist, finde ich. Da siehst du so viel dran. Ja. Wobei, ich meine, die Leute tragen ja derzeit ihre Masken. Und da kannst du nur auf die Augen gehen. Aber ich finde, viele Augen sehen unglaublich traurig aus. Mhm. Das ist mir, also es wird zunehmend mehr, du siehst die Augen und die versuchen ja vielleicht so ein bisschen zu lächeln, aber du siehst tief drin, da strahlt ja nichts mehr. Ja, ja, aber ich glaube auch einfach, das macht die Zeit gerade mit uns, so weißt du. Viele, ich finde, man kann es so oder so sehen. Aber wenn du gerade echt, ich glaube auch echt, wir sind noch privilegiert wahrscheinlich und sowas und viele haben viel mehr Probleme mit Kurzarbeit, sonst was. Du kannst vielleicht keine Kredite mehr zahlen, gar nichts und musst irgendwie über die Runden kommen, hast vielleicht noch Verantwortung für deine Familie. Das sage ich schon, das verstehe ich dann schon, dass man irgendwie dann nicht mehr irgendwie was Positives sehen kann. Aber man sollte doch irgendwie versuchen, das Positive doch daran zu sehen. Man hat mehr Zeit mit der Familie. Materiell, da kannst du immer irgendwie im Nachhinein sagen, du kriegst es immerhin, gerade in Deutschland. Du findest eine Möglichkeit. Wir sind da ja echt auch privilegiert hier. Deswegen finde ich das, also finde ich eigentlich schade, dass es so ist, weil du es ja einfach die Zeit auch ganz anders nutzen kannst, ja. Ey, klar, aber es ist trotzdem eine Sicherheit, die Menschen lieben, ne? Klar. Sie mögen, dass sie im Zweifel noch den einen oder anderen Euro übrig haben, um also den Notfallgroschen. Genau. Und den hast du gerade nicht. Und wenn der angebrochen ist, was, ich meine, viele Menschen haben wahrscheinlich genau deswegen auch Geld zur Seite gelegt, um für schwierige und böse Situationen. Ja. Ne? Wahrscheinlich nicht für so eine Zeiten, aber oder für einen Urlaub. Ne? Menschen haben sich ihr Urlaubskonto angelegt und müssen jetzt daran und sind natürlich todtraurig, dass sie, keine Ahnung, eine Reise, wohin auch immer, ewig gespart haben und jetzt können sie es nicht machen. Oder andersrum, dass sie schon gebucht haben und das funktioniert nicht. Oder du kriegst kein Geld mehr zurück, gar nichts und sowas. Also ja, es ist, glaube ich, einfach schwierig. Ich hoffe, dass es wieder anders wird, wenn es jetzt so ein bisschen vielleicht mal im nächsten halben Jahr aufgelockert wird, wenn man ein bisschen mehr Möglichkeiten wieder hat. Und da vielleicht auch anders rangeht dann und das zu schätzen weiß. Hat sich denn euer Verdienst verändert im Sport mit Corona? Gott sei Dank nicht. Also wir sind da echt noch glücklich, aber weil wir einfach unsere Liga ganz normal fortsetzen gerade. Also ganz normal ist in Anführungszeichen. Aber wir spielen gerade, wir sind im Spielbetrieb. Wir haben ungefähr unser normales Trainingspensum. Auch wenn es kein Fitnessstudio gibt oder wenn es kein Krafttraining gibt. Das kompensiert man halt irgendwie anders oder muss man kompensieren. Deswegen sind wir da eigentlich nicht so viel betroffen, ehrlich gesagt. Ich bin auch nebenbei bei der Bundeswehr noch. Das hat auch ganz gut funktioniert ab Sommer jetzt. Und da bin ich eigentlich recht gut abgesichert. Ach so, gut. Also bist du Sportsoldatin? Genau, ja. Ein Hoch auf die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ja, toi, toi, toi. Dankeschön. Danke hier nochmal, ne? Wie ist es bei euch? Ich glaube, ganz unterschiedlich. Ich glaube, die auch bei der Polizei bzw. im öffentlichen Dienst tätig sind, bzw. bei der Bundeswehr, bei den Sportlern. Gibt es aber euch auch viele? Bei MMA natürlich nicht, weil es ja kein olympischer Sport. Genau. Aber im Judo schon.
Ja, die ganze Olympia-Thematik war natürlich auch hart. Ich meine, viele Judoka haben sich ja da auch irgendwie ihre Karte zu Olympia erkämpft nach Tokio. Und dann wurde das nochmal neu ausgekämpft. Und jetzt steht es in den Sternen, ob es überhaupt stattfindet. Also, es ist schon eine ziemlich bittere Situation, ne? Und also finanziell, wir leben ja oft in unserem Sport, also im MMA, von Event zu Event. Es gibt ja nur wenige, die eine Lebt ihr dann feste. von diesem Preisgeld oder wie Ja. ist das zum Beispiel? Okay. Also viele leben dann, genau, also was du dir quasi mit deinem Management geklärt hast an Einkunft plus, was weiß ich, Siegprämie plus Performance of the Night oder was es da alles so Das ist gibt. schon was ganz anderes, ne? Ja, aber Also wenn das halt so nicht stattfindet oder hast du nicht, halt nichts, dann ne? hast du halt nichts. Dann ist es genullt. Ach, krass, das ist schon. Oh. Das kannst du auch eigentlich keiner erzählen, ne? Du versuchst weiter zu trainieren, weiter deine Form zu halten. Im Endeffekt wartest du da drauf, aber Ja. hättest du keinen Job daneben, weil, wenn wir wieder zum Beispiel vom Standbein oder so reden, ne? Wie ich vorhin schon nochmal gesagt habe, ich meine, ich wollte letztes Jahr um diverse Titel kämpfen, ja? Und war auch mit meinem Trainerstab alles so abgesprochen. Und ich wollte gar nicht als Journalist arbeiten in dem Jahr. Ich wollte mich nur auf den Sport konzentrieren. Und was ist passiert? Ich habe nicht ein Sportevent gehabt, aber nur in meinem Job gearbeitet. Also das heißt, meine Laufbahn als Journalist habe ich natürlich nochmal, Gott sei Dank hatte ich das und konnte da auch zum Glück drin arbeiten, ja? Ja. Oder den Podcast hier, da hast du ein bisschen Zeit gehabt, Genau, ne? wir hatten ja, da ist jetzt ein bisschen über ein Jahr und wir haben den ja, glaube ich, im Dezember 2019 ins Leben gerufen. Oder November irgendwie so. Ja. Das ist Wahnsinn. Also da haben wir die ersten Piloten gedreht und. Aber ja, klar, so jährt sich das halt, ne? Ja, solange man irgendwie über die Runden kommt. Ach Gott. Aber es tut mir natürlich leid. Ach Gott. Ja, aber. Ist halt so. Und So ist unser Sport. Bundesliga-Finale, wir kämpfen auch erste Bundesliga, ist ausgefallen bei den Frauen. Und bei den Männern? Hat stattgefunden. Das ist allein schon wieder dieser Kontrast, ne? Also, wo man sich dann schon wieder fragt. Naja. So, ich habe hier noch drei Fragen. Leg los. Was würdest du an deinem Körper gerne verändern? Gott, okay. Das sage ich jetzt nicht. Zu persönlich? Ja, zu persönlich. Das ist wirklich zu persönlich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper. Hab's auch gelernt zu lieben irgendwie. Aber ich glaube, durch den Sport hat man einfach auch irgendwie, keine Ahnung, du hast Muskeln, weißt, du bist trainiert irgendwie, hast eine tolle Figur. Und ja, da kann man auch stolz drauf sein. Das ist, glaube ich, dieser Plus-Effekt beim Sport. Du machst was für den Körper. Aber klar, so ein paar Sachen gibt es schon, wo ich sagen würde, okay, das würde ich in Zukunft vielleicht nochmal machen lassen oder ja. Nee, weißt du, warum ich frage die Frage, weil wir haben natürlich auch, sag ich mal, jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer und dieses Thema Beauty und Insta-Filter und Schönheit hin oder her. Es Braucht man alles ist ja nicht. eigentlich total schrecklich, dass viele Kinder und Jugendliche immer weiter in den anorektischen Bereich abrutschen, magersüchtig werden, so einen totalen Faible haben. Nichts ist mehr real, alles ist fake, diese Filter, ja. Alles wird genau retuschiert und sonst Ich meine, was. wir haben ja die Späße auch mal gemacht und irgendwelche Filter adaptiert, aber das ist für uns, weil wir, irgendwie war mal witzig. Aber für die zum Teil Kinder oder Jugendlichen ist es ja so, das gehört jetzt zum, und dieses ganze Instagram-Gemache und Status und ich kann das eigentlich alles nicht mehr haben, ja? Ja, das ist alles so oberflächlich, weißt du? So, im Endeffekt geht es doch um die inneren Werte. Aber das siehst du ja bei Instagram gar nicht. Nee. Also, das finde ich so schlimm. Und da kriegst du ein Scheinbild, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer so schlimm. Einer von 50.000 Personen sieht vielleicht aus, wie diese bei Instagram aussehen. Wirklich in Natura. Und selbst dann sagst du, okay, ja, aber was ist der Preis dafür? Das Also, ist wirklich der Preis für die Likes, ne? Und ich habe mich da auch völlig rausgenommen. Ich sag mir so, nee, ey, wirklich, habe ich keinen Bock drauf. ja. Ich will mich da nicht halb zur Schau stellen, auch wenn ich jetzt irgendwie im öffentlichen Leben ja bin, ob jetzt als Journalist oder Sportler. Dann habe ich lieber weniger Follower, aber die sind irgendwie real und weißt du, Ja. ich brauch das wirklich nicht. Das ist nichts, worüber ich mein Glück definiere. Das ist aber so ein Ego-Schub für die, die kein Selbstbewusstsein haben, glaube Ja. ich. Einfach sich darüber irgendwie das Selbstbewusstsein zu holen oder versuchen zu holen. Aber ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dann halt abrutschst und wo du merkst, okay, das ist nicht real. Das brauchst du nicht oder das bringt dir für dein Selbstbewusstsein vielleicht gar nichts. Oder irgendwelche Werbeaufträge, Einsätze, wie auch immer, irgendeinen Vertrag mit irgendeinem großen Hersteller, ja? Wie viele Follower hat die Person? Ja, weiß ich nicht, so und so, ja, ist nicht interessant. Das ist es wert Das ist oder das sonst. Kriterium oder nicht? Das ist ein Ja, Das ist genau. Instagram, es ist Ja. einfach Quatsch. Es ist eigentlich schade, dass es so ist, ne? Ja. Und deswegen hatte ich gefragt mit dem Körper, weil mir aufgefallen ist, dass die wenigsten von sich aus sagen würden, nee, ist in Ordnung so.
Ja, ich bin schon recht zufrieden. Ich muss sagen, ey, klar, jeder hat irgendwie so Stellen, wo er sagt, okay, das mag er nicht an seinem Körper. Aber im Großen und Ganzen sage ich schon, ey, boah, Hauptsache gesund. sei zufrieden, genau. Du hast einen gesunden Körper, der macht alles mit. Deine ganze Kacke, was du machst, weißt du, Motorradfahren macht der mit. Der macht den Sport mit, der macht alles mit. Da bin ich dankbar, dass es so funktioniert alles, wie es funktioniert. Ist auch nicht selbstverständlich. Nee, genau. Deswegen, ja. In diesem Sinne würde ich mal wirken lassen. Ja. So, die zweite Frage. Welche Sache, die du in deinem Leben getan hast, würdest du am liebsten rückgängig machen? Das ist vorhin schon wieder wie mit der Geldfrage, mit der Fehlinvestition. Hm. Ich glaube, selbst wenn du eine schlechte Erfahrung dann gemacht hast oder sonst was, lernst du draus. Hm. Deswegen würde ich eigentlich gar nicht irgendwie sagen, okay, was rückgängig machen, weil dann hast du eine Erfahrung vielleicht verpasst oder irgendwas. Ja. Und man überlegt ja trotzdem schon immer, was man macht. Deswegen denke ich Man hat irgendwie, ja zu dem dass. Zeitpunkt zu seinem nach seinem besten Wissen Genau, nach seinem besten Wissen. und Vielleicht noch Gewissen keine gehandelt. Erfahrung da Genau. drin, aber macht die Erfahrung dann Genau. eben. Ja. Ich würde es genauso beantworten wie du tatsächlich. Ne? Ja. Ja. Check. Check. Wenn du kochst, was ist deine Spezialität? Spezialität. Spezialität. Ein bisschen italienisch. Italienisch. Gerade bin ich so richtig im Nudelfable, weil ich irgendwie mit so einer Nudelmaschine, so einer Handmaschine, also so eine richtige gute Nudelmaschine fürs Selbermachen und so geholt habe. Und das macht so Spaß. Also es kostet extrem viel Zeit, aber ich bin so ein richtiger Genießer. Da bin ich ein bisschen italienisch vielleicht. Also so ein bisschen guter Kaffee, Nudeln und dann hast du mich. Dann brauche ich gar nicht mehr. Okay, in Ja. diesem Sinne, wenn du möchtest, gehören gern die letzten Worte dir, bevor du noch uns verraten hast, was dein Lebensmotto bzw. Lebenscredo ist. Oh Gott, hättest du mir das vorher sagen können mit dem Lebensmotto? Muss ich erst mal überlegen. Aber ansonsten die letzten Worte. Genießt die Zeit jetzt noch, nutzt sie für euch. Ja, geht positiv daran. Ja, ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Das ist das Wichtigste. Und glücklich sein. Aber es ist eher mein Lebensmotto. Optimistisch und glücklich, Wie ja. hat mein lieber Ken Duken gesagt, don't eat yellow snow an dieser Stelle, Ken. Wir haben es uns gemerkt. Also in diesem Sinne, Gina, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Alles Gute für dich und Dankeschön. ich hoffe, du lädst uns bald mal ein zum Spiel. Ja, sehr gerne. Wenn es wieder möglich ist, dann ja. Sehr gut. Also, tschüss, bis bald. Dankeschön.